Das Märchenland ist stinksauer. Mit Plakaten und einer 6 Meter langen Klagemauer haben sich die Menschen aus der Reinhardswaldregion Luft gemacht. Ihr Unmut richtet sich gegen den Bau von Windkraftanlagen. 6 Bürgerinitiativen haben gemeinsam beim Regierungspräsidenten ihre Stellungnahmen eingereicht. Mehr als 250 Teilnehmer kamen dafür extra nach Kassel. Und die Stellungnahmen sind in unterschiedlichster Couleur gestaltet worden, sind Zweizeiler oder sind ganze Aufsätze, die von Einzelpersonen, von Vereinen oder von verschiedenen Bürgerinitiativen abgegeben wurden. Mit Bussen kamen die Teilnehmer aus Lippolsberg, Gieselwerder, Gotzbüren und dem niedersächsischen Bodenfelde. Beim Regierungspräsidium wurden sie freundlich empfangen, auch wenn der Ärger bei den Menschen wegen der geplanten Windkraftanlagen groß ist. Wir erhoffen uns, mehr Gehör zu bekommen, vor allen Dingen bevor so etwas in die Planung geht. Wenn man sich überlegt, dass dort eine riesige Anzahl von Windrädern in den Reinhardswald gesetzt werden soll, auch die Salzeinlagerung, all diese Dinge erreichen uns als Information sehr spät und wir empfinden nicht, dass wir in der Entstehungsphase in irgendeiner Weise gefragt werden.